Ist ja cool, ey. Geil. Habt ihr die auch gemacht? Voll gut. Oh, mein Block jetzt. Oh, geil. Look into my eyes and you will see. See the way that you still got a hold on me. Sweeter than a memory. Tach. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Ich bin gerade am Zusammensuchen von Pfandflaschen. Habe jetzt hier noch eine gefunden. Weil ich jetzt einkaufen fahre fürs Wochenende. Ich warte jetzt nach da oben auf die Kinder. Mara und Maras kommen mit mir mit. Ich merke aber, dass ich gerade noch Klo muss, also Pischi machen muss. Ja. Ist aber kalt hier. Bisschen wärmer. Die hat gestern hier auch 3 gehabt in dem Zimmer und das war auf einmal schlagartig kalt. Heiß war nicht. So. Lieselotte. Und? Lieselotte. Gut siehst du aus. Was hast du jetzt da drunter? Nur das Unterhemdchen? Ich zieh aber sogar noch eine Jacke. Mama. Okay. Maris? In seinem Zimmer da oben. Was ist jetzt? Kommst du jetzt mit oder bleibst du hier? Ich komm mit. Ja, dann komm. Schöne Socken hast du an. Zeig mal den Leuten. Einmal von Paw Patrol, einmal von Ninja und einmal von Paw Patrol. Ist das cool, so wie das ist? Ja, mach mal Platz. Cool. Okay, dann zieh mal deine Sushis an, Mara Maus. Wir haben jetzt keine Zeit hier für Hampelmänner machen. Mit Pfandflasche im Hintergrund. Nee, das finde ich nicht schön. Mara, ich hasse das, wenn du so bist. Ich hasse das, wenn du das machst. So. Ach, das war ja Trocknerwäsche. Dann muss ich die nochmal spülen. Und dann kann ich die nachher... Na, ihr wisst schon, umpacken. So, Schuhe anziehen da? Du wolltest mir nochmal das zeigen, was da kaputt geht, hast du gesagt. Ja. Ja, das hier. Guck das. Oh, Tatsache. Was hast du damit gemacht? Gar nichts. Na gut, da ist jetzt noch nichts, was undicht sein kann, aber das ist ja trotzdem ärgerlich, ne? Ja. Okay, dann brauchst du ein paar Winterschuhe, ne? Okay, was sehe ich da? Meine Schuhe. Nee, jetzt brauchst du nichts putzen, Mama. Oh. So soll das aussehen. Hübscher Hintergrund auf jeden Fall. Okay. So, Matthias hat sich Pepsi gewünscht. Und hier habe ich... Maris, komm mal bitte heute ran hier. Nee, ich hol dich da ab. Doch, ich hol dich da ab. Hier, das wird dir die Farbe leichtes Leinenbeige. Komm her, Mara, damit. Komm her. Oh Mann. Kannst du mal schon wegbringen? Dankeschön. Ja, wo ist mein? Wir hassen es alle. Das war nicht gegen dich. Was ist denn hier los? So, setz dich mal schnell hin. Es ist eine ganz scheiß Kombi, drinnen zu spitzen und draußen zu frieren, ey. Und wie nennt man diese Sprache? Mama. Mama ist? So. Sie steht ja immer noch hier. So, jetzt fahren wir zum Bahnhof. Was? Weil Janine heute kommt. Was hast du gesagt? Ich hab dich gefragt, wie man diese Sprache nennt. Kaka. Ey, wirklich. Ich bin dir auch gleich wirklich. So, jetzt ist mir gerade eingefallen, warum habe ich eigentlich belegte Brötchen für Matthias mitgebracht, wenn ich doch jetzt gleich was zu essen mache? Warum habe ich dir denn jetzt belegte Brötchen mitgebracht, wenn ich doch aber auch für euch Essen machen wollte? Jetzt. Weil die Kinder haben nämlich nichts gegessen bis jetzt. Janine ist wieder in der Haus.
Achso, ich mache jetzt einmal. Wie nennt man das? Kraftbrühe oder so? Achso, ich hab dich gar nicht gefragt, ob das okay ist für dich. Ja. Nudelsuppe. Ja, klar, ich esse alles. Mhm. Alles okay mit dir, Marius? Heiß, ne? Ja. Im Winter wäre es geil. So wie ich aussehe, so fühle ich mich leider auch heute. Ich habe eine nicht so lustige Nacht hinter mir. Leider. Ich glaube, morgen wird kein Video online kommen. Sage ich jetzt schon. Weil ich mich scheiße fühle und heute nicht drehen werde. Ich dachte mir, dadurch, dass morgen ja eh Montag ist und ihr bestimmt nicht montags meine Videos guckt, ich räume den Geschirrspüler ein oder aus. Dachte ich mir, guck mal, so sieht man ein paar. Ich bin mal gerade hier so am Probepacken, weil ich jetzt eigentlich die Pakete fertig machen möchte, um sie zu verschenken. Das soll dann so sein. Jetzt ist die Frage, mache ich immer das Konfetti mit ins Glas oder mache ich das Konfetti lieber in den Karton? In den Karton ist besser, ne? Das ist jetzt ein Glas mit 8 individualisierten Keksen von mir. Von meiner Firma sozusagen. Dann habe ich hier mir so Stickers anfertigen lassen. Da kommt ein Sticker hier oben drauf. So, dachte ich mir das. Und das wollte ich jetzt für Janine fertig machen, weil sie ist ja gerade hier, spare ich mir Versand. Wo ist denn meine braune Lieblingskordel? Weißt du das zufällig, Matti? Nee. Warum? Ich habe so eine Lieblingskordel. Thank you.
Im einen Moment ist mir total warm und in dem anderen Moment friere ich wieder. Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal heute ein bisschen ruhig. Ich bin dann morgen wieder ein, was die. Mama die? Hm. Ach ja. Und dann dachte ich mir das so. Ja. So. Okay, das ist der Unterschied zwischen weiß und rosa, sieht man jetzt nicht so sonderlich. Und die Schere schneidet auch nicht ganz. Läuft schon wieder echt super. Dann wollte ich hier so eine Schleife reinmachen. Ja, da bin ich auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt, ne? Pro Glas ganz viel Liebe. So, Tiers? Mhm. Und dann kommt es in the Paket in it. Aber nicht in so ein Paket. Doch, ich mach das jetzt einfach anders. Ja, aber das Paket wäre, so ein Paket wäre cool gewesen. Da sind halt viel größer. Oder? Da kommt ja auch noch Luftpolsterfolie rein. So. So. Das Wichtigste. Ohne Konfetti ist das Leben scheiße. So. Und dann kommt eigentlich immer noch das rein. Und dann wird es die ganze fehlen. Genau, und dann? Eigentlich jetzt die Karte oben drauflegen, sondern auch macht das erste Mal wie ich. Ja. Für die Idee, diese. So. Und dann kommt noch ein anderer Sticker. Ich habe ja zwei verschiedene. Ja, das war kein richtiger Unterschied. Doch. Mit so einer ranzigen Paket, ja. Komm, wir gehen das jetzt zusammen sanieren. Janine! Ich kann nicht laut sein. Wo bist denn du? Guck mal. Eine kleine Aufmerksamkeit. Für dich. Ja. Ist aber noch nicht sauber hier. Das ist schlimm. Da kommt nichts raus. Ich hoffe es. Boah. Ui. Ah, das ist ja cool. Oh, voll schön. Voll toll. Ich hab Angst. Ist ja cool, ey. Geil. Habt ihr die auch gemacht? Voll gut. Oh, mein Block jetzt. Oh, geil. Das ist ja cool.
Ist gut geworden, ja, oder? Alles so zusammengestellt? Finde ich voll toll. Gut, oder? Ja. Mama! Ist geil. Ich finde es schön. Voll schön, danke. Aber du hast die Karte noch gar nicht gelesen. Hey Leute, guckt mal! Alles Dankeschön für dich und die tolle Zusammenarbeit im Jahr 2020. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2021. Auf viele neue Projekte und Erfahrungen, die uns weiter wachsen lassen. Voll geil. War schön. Richtig geile Quali auch, ey. Gut geworden, oder? Toll. Das geht jetzt auch an alle Werbepartner von mir raus. Voll gut. Richtig schön. Richtig gut. Hast du die. Die Gläser. Ja, die Gläser haben wir gebraucht. Genau. Und so mache ich das jetzt fertig und für alle. Das waren jetzt die falschen dann, oder was? Die hier vorne sind die falschen. Die sind zu klein, ja. Und die sind größer, die jetzt auf dem Flur stehen. Finde ich ja cool. Auch mit den Kekse finde ich ja cool. Das ist ja echt geil. Und die schmecken wirklich gute Kekse. Ja? Mhm. Und das, wie macht ihr das? Dann schalte ich ja auch machen lassen. Hey, aufhören. Voll geil. Die werde ich aber nicht essen. Die kannst du essen, die schmecken wirklich lecker. Ja, aber eigentlich ist sogar bei mit dem QR-Code, den kann man dann so scannen. So. Das ist ja geil. Aber das finde ich auch schön. Ja, das sind wirklich vier verschiedene, glaube ich. Voll geil. Aber die hat mir die an den Haaren gezogen. Bitte. Voll schön. Hier Alter. Ja, hört auf, euch gegenseitig zu ärgern. Haare so. Maris, du bist aber heute wirklich so drauf, dass man dir am liebsten den ganzen Tag... Ich bin krank. Meinst du? Maris, hör mal auf jetzt. So. Wieder von uns für euch. Bis morgen macht's. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht.